Der C-Teil ist sehr ähnlich wie der A-Teil. Wir haben am Anfang das gleiche wie beim A-Teil. Und ab hier ist es anders. Was haben wir da? Die linke Hand spielt zweimal A und die rechte Hand hat wieder Cis A mit dem Vorschlag und dann kommt zwischen den Achteln in der linken Hand wieder das 3 und 4 und 3 und 4 und zusammen klingt es dann so 3 und 4 und 3 und 4 und. Wenn ich vom Anfang vom Takt nehme, dann klingt es so. Dann geht es weiter. Wir haben genau das gleiche, nur ein bisschen höher. Die linke Hand hat zweimal H. Und hier haben wir die gleiche rhythmische Figur mit D, A. Also wir hatten das mit A, unten A und hier das. Jetzt das gleiche mit den. Dann haben wir in der rechten Hand dies A, dann ein A unten mit dem Daumen, dann wieder DA und wieder Cis A mit dem Vorschlag. Hand, also ich spiele es nochmal von A. A zweimal, H zweimal, dann kommen wir zum C, Oktave, eine Viertelnote, dann H, A. Zusammen nur der Schluss ab dem C. Und dann würde ganz viele dann. Also hier an dieser Stelle kommt dann ein Schlagzeugteil. Also man hört den Schlagzeug allein. Und dann fängt es nochmal an. Jetzt ist wirklich Schluss. Ich spiele nochmal den ganzen C-Teil. Zum Abschluss spiele ich nochmal A-Teil, B-Teil und C-Teil. Aber für die ganze Form kannst du entweder das anschauen, was ich nach dem Video stelle, mit der ganzen Form, oder du kannst das Cover anhören. Los geht's! A-Teil!